Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Weber und ich habe das Vergnügen, die kommenden 90 Minuten mit Ihnen zu verbringen. Dann dreht sich's hier, wie ja schon angekündigt, um Schulleitungen und zwar um Schulleitungen, die sich fortbilden wollen in Sachen Digitalisierung und Schule. Wobei allerdings natürlich, das wissen Sie, das wisst ihr, Digitalisierung oder digitaler Wandel so ein Sammelbegriff ist. In der Schule, also auch in einem konkreten Platz und Ort, kann damit alles Mögliche gemeint sein oder davon betroffen. Als Schulleiterin bin ich vielleicht damit befasst, meine Schule überhaupt erstmal ans Netz zu bringen, also für Infrastruktur zu sorgen, so dass ich im Unterricht sinnvoll mit digitalen Medien arbeiten kann. Vielleicht geht es aber auch um digital gestützte Programme, die eher die Planung von Unterricht oder das Management betreffen. Vielleicht will ich mein Kollegium schulen, meine Didaktik digitalisieren, damit ich, wenn dann eben mal eine Pandemie samt Lockdown kommt, weiter für einen gelingenden Unterricht sorgen kann. Oder ich will meine Didaktik auch für den Präsenzunterricht ausbauen im Hinblick auf digitale Möglichkeiten, auf andere veränderte Lernräume. Ich brauche so oder so in jedem Fall Fachwissen und Know-how. Klar ist, so ein Wissen ist nicht erst seit Corona verstärkt gefragt und gerade Schulleitungen, also die Leute auf der Kommandobrücke, von denen uns ja hoffentlich auch gerade einige zuschauen, die brauchen dieses Wissen, um ihre Institution entsprechend zu steuern. Was bei den entsprechenden Landesinstituten in welcher Weise, für welche Bedarfe angeboten wird, wollte das Forum Bildung Digitalisierung genauer wissen und hat 5 Bildungsforscher und Forscherinnen gebeten, das zu untersuchen. Die haben dann Interviews mit Anbietern geführt und daraus eine Kurzexpertise erstellt für das Forum Bildung Digitalisierung. Die finden Sie auch jetzt schon online auf den Seiten des Forums und ich wette, sie wird auch gleich vielleicht verlinkt und in den Chat geworfen. Die heißt Schulleitung und digitale Schulentwicklung, Impulse zur Stärkung von Professionalisierungsangeboten. So, und in der nächsten halben Stunde wird einer der Autoren, das waren summa summarum 5 an der Zahl, uns die Quintessenz darbieten, also sozusagen das Kondensat dieser Untersuchung. Danach, also ab 13.30 Uhr, diskutieren wir das Gehörte hier in einer größeren Runde. Vorher aber von mir noch ein Hinweis an Sie, die Sie uns zuschauen. Hier sehen Sie schon mal, das ist der Vorgucker. Hier sehen Sie schon mal die Runde, mit der gleich diskutiert wird. Vorher von mir aber noch der Hinweis, diese Veranstaltung ist ja Ihre, auch wenn Sie, die Sie das Publikum darstellen, heute nicht hier sein können. Also stellen Sie Ihre Fragen, holen Sie hier das raus und das rein, was Ihnen wichtig ist. Dazu will die Veranstaltung Gelegenheit geben. Vernetzen Sie sich, also stellen Sie Ihre Fragen gern im Chat. Ich greife dann in der anschließenden Diskussion so viele wie möglich davon auf. Aber klasse ist natürlich auch immer, wenn Sie sich untereinander vernetzen. Der eine hat eine Frage, die andere liest die vielleicht, weiß die Antwort. Dann nutzen Sie einfach den kurzen Weg über den Chat, statt auf uns hier vorne zu warten. Jetzt möchte ich Ihnen aber unseren Redner vorstellen. Pierre Tolowitzki ist uns zugeschaltet. Er ist Professor für Bildungsmanagement und Schulentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz und befasst sich schwerpunktmäßig mit den Themen Leitung und Führung von Schulen und Bildungsorganisationen, also mitten ins Schwarze unseres Themas. Also er befasst sich mit der Entwicklung solcher Institutionen und mit dem Aufeinandertreffen von Digitalisierung und Bildung. Ich schicke herzliche Grüße, wenn ich richtig orientiert bin, in den Kanton Aargau und bin gespannt ganz auf die genau. Nächste halbe Stunde mit Ihnen, Herr Tolowitzki. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank für die wunderbare Einführung und die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich virtuell dabei sein kann und eben ich hoffe, dass die Lage es auch irgendwann ermöglicht, dass man sich wieder vor Ort in Person austauschen kann. Bin aber schwer beeindruckt, wie es in der Zwischenzeit hier doch ganz hervorragend klappt. Ich konnte mich auch gestern hier und da mal zuschalten. In den nächsten Minuten, Sie haben es ja schon wunderbar angekündigt, möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben in das, was wir machen konnten für das Forum Bildung Digitalisierung und zusammen mit dem Forum Bildung Digitalisierung. Und Sie haben es ja auch schon erwähnt, dies ist keine Einzelarbeit, dies war eine schöne Teamarbeit. Der Link ist im Chat, der Link ist auch nochmal hier. Also für die Leute, die noch Interesse haben, das Ganze zu vertiefen, schauen Sie gerne rein, ist auch kostenlos verfügbar. Ich möchte auch noch einen großen Dank an der Stelle aussprechen, sowohl mit dem Forum Bildung Digitalisierung, was eine sehr
fruchtbare, einfache auch Zusammenarbeit, die immer wieder auch von Interesse und Neugierde getragen wurde, aber auch mit den Menschen, mit denen wir sprechen konnten, in den Landesinstituten, in den zivilgesellschaftlichen Institutionen wie den Stiftungen und den anderen Organisationen, auch die Schulleitung. Also alle, mit denen wir Kontakt hatten, waren da sehr offen und davon lebt dann so ein Impulspapier, so eine Kurzexpertise auch. Einen ganz herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Und einen letzten Disclaimer habe ich noch zu guter Letzt. So ein Papier in Deutschland zu machen, das ist immer so ein bisschen größenwahnsinnig gewissermaßen. Denn wir haben ein föderales System, 16 Bundesländer. Da allgemeingültige Impulse zu entwickeln, ist eigentlich unmöglich. Und ich hoffe, dass ihr und Sie das auch dann im Hinterkopf behalten. Dies sind Anregungen, Anstöße, Sprungbretter für Weiteres. Sie können aber zwangsläufig nicht genau auf jedes Bundesland, jede Situation passen. Wir haben aber natürlich versucht, die großen Linien rauszuarbeiten, die großen gemeinsamen Nenner. So, jetzt aber genug der Vorworte. Rein geht's ins Thema. Was haben wir denn eigentlich für Fragen am Anfang gehabt? Wir wollten wissen, welche Anforderungen eigentlich heutzutage rund um digitale Schulentwicklung gestellt werden an Schulleitende. Aber auch, wenn wir das denn wissen, wie es um Professionalisierungsangebote eben zu solchen Bereichen steht. Und wie man diese möglicherweise dann noch ein bisschen weiter stärken, entwickeln, unterstützen kann. Beim Begriff Digitalisierung, Frau Weber, Sie haben es ja auch zum Start jetzt gerade erwähnt, muss man vorsichtig sein, da ist ganz viel los. Da haben wir wirklich, also ist mit einer Unmenge an verschiedenen Nuancen und Bedeutungen auch zu tun, also von der digitalen Transformation, digitale Medien an sich. Und da maßen wir uns jetzt an der Stelle auch gar nicht an zu sagen, wir haben das gelöst mit diesem Begriff der digitalen Schulentwicklung. Ganz im Gegenteil, wir haben uns versucht, auf diesen Begriff zu beziehen, wohl wissend, dass es da noch viele andere gibt. Wir wollen an der Stelle nur ein bisschen dafür sensibilisieren, dass das vielleicht auch nochmal eine größere Diskussion wert ist. Wir müssen jetzt alle aus meiner Sicht keine hochtheoretischen Fachdiskussionen führen, aber andererseits, wenn wir mal die Situation haben, dass 6 Bundesländer etwas ganz Ähnliches machen, auch mit ähnlichen Vorstellungen im Hintergrund, aber sie benutzen dafür 4 unterschiedliche Begriffe, dann findet man allein deshalb schon schwer zueinander. Und genau andersrum, wenn 5 Bundesländer alle unter dem Begriff digitale Transformation beispielsweise Dinge anbieten und Programme starten, aber eigentlich sich da ganz unterschiedliche Vorstellungen hinter verbergen, dann macht auch das wieder die Zusammenarbeit und wirklich die übergreifende Entwicklung schwierig. Also nur, dass man dafür ein bisschen sensibilisiert ist und eben auch unseren Begriff jetzt annehmen oder auch ablehnen kann, das steht aber gar nicht im Zentrum. Worauf haben wir denn geschaut? Was haben wir denn so ein bisschen für Orientierung genommen, um dann später diese ganzen Angebote, die es in den verschiedenen Bundesländern gibt, so ein bisschen einordnen zu können? Es gibt ja ein Modell von Schulz-Zander, die das eigentlich auch noch weiterentwickelt hat, von damals noch Hans-Günther Rolf. Also man geht eigentlich zurück an die Anfänge der Schulentwicklung und doch wurde es immer wieder modernisiert. Und wenn man sich da die großen Dimensionen anschaut, die haben Sie jetzt hier gerade vor sich stehen, und das dann abgleicht mit Handlungsfeldern von Schulleitenden, wie das auch von einerseits verschiedenen Forschenden schon mal zusammengestellt wurde, aber wie auch verschiedene Bundesländer übrigens in einigen zumindest in ihren Leitbildern oder Qualitätsrahmen das so ein bisschen zusammenfassen, dann sehen wir da eine hohe Übereinstimmung und das passte deswegen dann auch für uns sehr gut. Und so orientieren wir uns dann eben auch an diesen groben Handlungsfeldern, also an Organisationen bestehend so aus Verwaltung und Schulmanagement, an Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement, an der Personalführung und Personalentwicklung, der Unterrichtsentwicklung und natürlich auch dem eigenen Unterricht. Das ist ja nun auch noch ein Spezifikum der Schulleitung in Deutschland. Das ist nicht in jedem Land so, dass die auch unterrichten. Kooperation und die Entwicklung drumherum und das technische bzw. die technische Ausstattung tatsächlich auch als eigenes Gebiet. Hier auch nochmal ein ganz
Kleiner Exkurs. Wenn man in die Forschung zu Fort- und Weiterbildung schaut, gerade bei Schulleitungen gibt es das jetzt nicht so sehr, aber bei Lehrkräften finden wir da einiges zu, dann sehen wir, dass man eigentlich so entlang der Hebel Dauer, Struktur, Inhalte und Fortbildende da sehr viel bewegen kann. Wir konnten jetzt für so eine Kurzexpertise nicht unbedingt die Fortbildenden selbst noch irgendwie interviewen oder uns näher anschauen, aber wir können doch einiges zu den Inhalten sagen und zu Dauer und auch in Teilen zur Struktur. Das wäre aber, wenn man darüber nachdenkt, wo können wir jetzt noch hinschauen, wenn wir das Ganze noch weiter stärken und verbessern wollen, sicherlich auch aus meiner Sicht eine lohnenswerte Orientierung, da nochmal drauf zu schauen. So, damit es jetzt ganz transparent wird, noch ein letzter, aber dann sind wir wirklich drin in den Themen und den Ergebnissen. Wir haben öffentlich verfügbare Informationen zu entsprechenden Professionalisierungsangeboten, also Fort- und Weiterbildungsangeboten, erstmal auf den Bildungsservern gesichtet, auch natürlich noch auf den Webseiten der Landesinstitute, sind auch nochmal bei den Ministerien direkt vorbei gesurft und auch ausgewählte zivilgesellschaftliche Institutionen haben wir näher in den Blick genommen. Wir haben dann Interviews geführt in 7 Bundesländern mit den Landesinstituten. Wir haben auch mit diversen dann zivilgesellschaftlichen Institutionen, mit Vertreterinnen und Vertretern, die auf dem Gebiet aktiv waren, Interviews geführt. Wir haben auch noch drumherum einige Gespräche geführt und all das versucht dann zu synthetisieren und eben auch auf die Impulse hin herauszuarbeiten und haben das dann aber auch nochmal mit ausgewählten Vertreterinnen und Vertretern rückgekoppelt, sodass sie so ein bisschen wissen, wie wir dann zu dem gekommen sind, was wir jetzt hier präsentieren. Und da wollen wir eigentlich auch dann gleich mal loslegen. Also wenn es um die Inhalte geht, dann habe ich eigentlich erstmal haben wir eine sehr gute Nachricht. Denn deutschlandweit betrachtet gibt es eine ganze Menge. Wir haben das jetzt mal hier nur in Auszügen, das ist alles detaillierter im Impulspapier, mal so ein paar Themen, die man dann so findet von verschiedenen Fort- und Weiterbildungen, nur in Auszügen mal dargestellt. Da ist also erstmal alles abgedeckt. Und doch gibt es aber ein paar Dinge, die auffallen aus unserer Sicht. Beispielsweise, dass rund um die Unterrichtsentwicklung sehr viele Angebote da sind, die sich eben an schulische Führungskräfte richten, die am Ende des Tages dann aber doch stark auf die Unterrichtsebene fokussieren. Manchmal dann mit der Idee, das könnte man ja weitertragen und das ist auch was der ganzen Schule hilft. Wir haben aber deutlich weniger bei einigen der anderen Themen. Und das vielleicht noch, die größere Knacknuss vielleicht noch in diesem Zusammenhang. Ich hatte es gesagt, deutschlandweit alles zusammengerechnet, sehen wir eigentlich eine große Vielfalt, viele Themen abgedeckt. Also sehr guter Zustand, aber das ist je nach Bundesland, fällt das dann etwas anders aus. Und es geht uns in diesem Impulspapier nicht darum zu sagen, irgendwie das eine Bundesland ist ganz toll und da ist es ganz schlecht oder sowas. In so einer Defizitorientierung kommen wir aus meiner Sicht ohnehin nicht weiter. Ich glaube, das wissen Vertreterinnen und Vertreter in den jeweiligen Bundesländern ohnehin selbst. Also eben, wir wollen hier niemanden an den Pranger stellen. Das findet sich auch nirgendwo im Impulspapier. Es geht hier eher um die Aussage, obwohl es deutschlandübergreifend alles zusammengerechnet sehr viel gibt, ist es dann je nach Bundesland eben doch nochmal eine andere Lage. Und da fehlen dann manche dieser Themen und sind vielleicht eben dann doch nicht repräsentiert. Ebenfalls interessant aus unserer Sicht ist, dass bei diesen Inhalten zum Teil da sehr viel in eines reinkommt. Also man nicht jetzt nur etwas speziell Seminar besuchen kann, beispielsweise zur Personalentwicklung, sondern da ist dann ganz viel drin. Irgendwie von Verwaltung zu Personal, zu Medienkonzept. Und das hat dann aber trotzdem insgesamt eine Dauer vielleicht von nur einer Woche oder so. Und da ist es dann auch nicht immer klar, ob man all diese Inhalte auch wirklich in der nötigen Tiefe anbieten kann. Also das lohnt sich aus unserer Sicht da auch nochmal näher drauf zu schauen. Wenn wir ein bisschen auf Strukturen schauen, dann dominiert in unserer Auswertung zumindest, dominieren die eher kurzzeitigen Formate. Die positive Nachricht aus unserer Sicht ist, dass es durchaus auch modularisierte Angebote gibt. Es gibt auch längerfristige Maßnahmen. Es gibt auch
Angebote, in denen Schulbesuche oder Hospitationen integriert sind. Es gibt Angebote, wo man etwas mitnimmt, dann in seiner eigenen Schule diese Erfahrung machen kann, das wieder reinbringen kann, gerade bei diesen längerfristigen. Das ist aber nicht die Norm, das sind nicht die häufigen. Die häufigen Angebote sind eher noch so auf der klassischen Ebene. In der Corona-Zeit, das haben wir uns dann deswegen auch nicht gesondert angeschaut, in der Corona-Zeit hat sehr viel digital stattgefunden, was natürlich auch aus unserer Sicht auch in dieser doch sehr schweren Zeit vielleicht auch ein positiver Nebeneffekt war, dass man auch dann zwangsläufig ins digitale Format gegangen ist und das aber auch geklappt hat. Davon abgesehen aber kann man jetzt noch keine großen Aussagen machen, eben dazu waren wir jetzt ja gerade in der Pandemie, ob zum Beispiel das Digitale auch als Format stark gelebt wird oder nicht. Zielgruppen sind alle soweit vertreten. Alles, was man so zu den schulischen Führungskräften, zu den Schulleitenden rechnen würde. Es gibt da aus unserer Sicht auch wieder so ein paar Herausforderungen, sich anzuschauen. Wir haben Angebote gefunden, die sich an wirklich sehr breite Zielgruppen gerichtet haben. Also teilweise Schulleitungen und Lehrkräfte zusammen und auch Fort- und Weiterbildung, Professionalisierungsangebote, die das, was Sie hier jetzt sehen, auch so in einem Kurs versucht haben abzudecken. Und da kann aus unserer Sicht unheimlich Potenzial drin sein. Also auch mal die Gruppen zusammenzubringen, damit auch man ein Verständnis auch gegenseitig so ein bisschen dafür entwickelt, kann super spannende Sache sein. Aber das muss auch entsprechend dann konzipiert werden und durchgeführt werden. Und das war uns, wir konnten ja jetzt nicht in jeden Kurs hier einzeln reingehen. Wir mussten uns da eben an die Beschreibung halten und auch eben in den Interviews entsprechend nachfragen. Aber das war uns nicht immer klar, ob das wirklich schon drin ist. Und das wäre wichtig, denn ansonsten kann das eher zu Frust führen, wenn wir da möglichst viele Zielgruppen reinpacken, um zum Beispiel sicherzugehen und in der Hoffnung, dass das schon irgendwie klappt, wenn die sich untereinander austauschen. Das muss schon aus unserer Sicht ja sehr, sehr bewusst durchgeführt werden. Wir haben versucht, die Herausforderungen und Bedarfe auch hier ein bisschen näher herauszuarbeiten und eben da auch den Blick der Landesinstitute verstärkt zu schauen, aber eben auch der Schulen und der Schulleitungen. Und was wir da sehen zunächst, ist auf mehreren Ebenen eigentlich eine Frage der Ressourcenlage und der Rahmenbedingungen. Das kam auch gestern schon in ein, zwei Talks durch. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was nämlich auch die Lehrkräfte beschäftigt. Es ist so ein bisschen die Frage der Zeit. Also wann haben Schulleitungen Zeit, sich wirklich intensiv mit angemessenen Professionalisierungsmaßnahmen zu beschäftigen? Ich hatte es anfangs kurz erwähnt, als ich über so Wirksamkeit von Fortbildung gesprochen habe. Es wäre wünschenswert, eher länger auf längerfristige Fortbildung zu setzen, gerade da, wo vielleicht einerseits Interesse hoch, aber Kompetenzen noch nicht so ganz entwickelt sind. Diese längerfristigen Fort- und Weiterbildungen, die sind aber natürlich noch mal deutlich schwerer in den ohnehin sehr fordernden und sehr vollen Alltag einer Schulleitung zu integrieren. Wenn man jetzt aber eher nur auf die kurzen, die Mini-Sachen, hier ein halber Tag, da ein Workshop setzt, dann haben wir eben am Ende des Tages nicht den Impact, den wir uns vielleicht wünschen. Dann erreichen wir da auch nicht so viel mit. Also in dieser Ressourcenlage der zeitlichen Ressourcen scheint irgendwo noch so eine Art Mismatch, ne? So ein Fehlverhältnis zu sein. Und die Ressourcenlage bezieht sich aber auch durchaus auf die Ausstattung. Also jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, wenn bis heute irgendwie die Bandbreite der Internetverbindung extrem schmal ist und im ersten Stock sowieso kein WLAN ist, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt irgendeine Fort- und Weiterbildung zu belegen, die sich irgendwie damit beschäftigt, wie ich da total toll digital alles Mögliche regeln kann. Denn im ersten Stock könnte ich das gar nicht. Das muss man also auch ein bisschen immer im Verhältnis zueinander sehen. Es gibt noch so einen anderen Punkt, der als Herausforderung doch sehr häufig kam. Und wir haben es vorhin auch gehört, auch heute in einem früheren Talk, das ist so ein bisschen diese Yet Another Problem, eben Attitüde, so wurde das heute genannt. Also dass das Ganze eher
als etwas gesehen wird, was jetzt noch on top kommt. Ach Mensch, jetzt müssen wir uns auch noch darin irgendwie professionalisieren, irgendwie. Und dass vielleicht auch das Verständnis fehlt, dass die Digitalisierung sie da ist und dass sie unser Leben prägt, dass sie auch Schule prägt, ob wir es wollen oder nicht, dass sie den Arbeitsmarkt prägt und dass sie eben auch sehr viele Potenziale und Erleichterungen bietet. Und das ist ganz wichtig. Uns geht es hier nicht darum zu sagen, Digitalisierung ist das Nonplusultra in jeglicher Hinsicht und das sollte man blindlings in alle Bereiche ultimativ irgendwie ausbauen in der Schule. Nein, nein, das soll schon da, wo pädagogisch sinnvoll rund um Unterrichtsfragen eingesetzt werden. Und eben, es soll aber auch in Organisationsfragen aus unserer Sicht eingesetzt werden, da, wo es eben die Arbeit erleichtert oder neue Arbeitsweisen ermöglicht. Und das sind eine ganze Menge. Und da fehlt eben manchmal die Offenheit gegenüber, sich dem einfach nur erstmal einzulassen drauf. Die Schwerpunktsetzung hatte ich vorhin bei den Inhalten auch mal kurz angerissen, ist noch so eine Herausforderung, nämlich die Frage, man konzentriert sich schon stark auf die Unterrichtsperspektive. Und das ist auch naheliegend, der Unterricht ist das Kerngeschäft der Schule. Nur haben wir gleichzeitig hier dann so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wenn wir uns immer auf den Unterricht fokussieren, aber die Digitalisierung drumherum, also wie machen wir Personalmanagement, wie kommunizieren wir, wie dokumentieren wir Sachen, wie können wir manches hier und da organisieren, wie speichern wir Dinge ab, wie funktionieren eben auch einige Verwaltungsprozesse. Wenn wir all das nicht in den Blick nehmen, vor lauter Fokus auf den Unterricht, dann hakt es bei diesen Prozessen und am Ende gibt es da auch Unzufriedenheit und man kommt auch auf der Unterrichtsebene nicht so richtig vom Fleck. Und bittererweise kann das dann wieder dazu führen, dass man noch mehr Energie in die Unterrichtsebene steckt mit Weiterbildungsangeboten, mit Agenda-Settings, Schwerpunktsetzung, obwohl eigentlich die Lösung darin liegen würde, genau die anderen Dinge in den Blick zu nehmen. Der Austausch wurde erwähnt. Es gibt hier und da Austausch zwischen den Landesinstituten. Da ist auch sehr viel Engagement. Also wir hatten auch dank der Zusammenarbeit mit dem Forum Bildung Digitalisierung schon im Frühjahr die Gelegenheit, in einer Veranstaltung, die das Forum organisiert hatte, da in den Austausch zu treten. Es gibt also immer wieder so Vernetzungsgelegenheiten. Sie sind nur nicht systematisch und auch nicht wirklich in der Größe, die man sich wünschen könnte. Und damit fehlt es dann auch manchmal an der Übersicht, wer macht eigentlich was. Und von den zivilgesellschaftlichen Institutionen, wenn wir die noch mit reinnehmen, dann ist das sogar noch größer. Also auch da gibt es ganz hervorragendes Engagement. Ich meine, wir sind ja auch hier an einem Forum, was von mehreren Stiftungen getragen wird. Und auch da gibt es eben sehr viel Engagement in dieser Richtung. Nur auch da immer den Überblick zu behalten, wer was macht, das wird halt auch als Herausforderung beschrieben. Und das Fehlen von etwas Länderübergreifenden, was verbinden und orientieren könnte, wurde auch immer wieder mal genannt. Es gibt einige Bundesländer, die haben so etwas wie eine Art Leitbild oder Qualitätsrahmen, aber so länderübergreifende Standards zum Beispiel in Bezug auf entweder ein Digitalisierungsgrad von Schulen oder Kompetenzen im Bereich Digitalisierung von Schulleitungen, sowas ist einfach nicht da. Und damit kommen wir auch dann zu den 10 Impulsen, die wir gerne anbieten möchten. Und ganz wichtig eben, das sind keine Endnoten, das sind Sprungbretter. Also bitte, bitte an diesen Impulsen reiben, sie auch auseinandernehmen irgendwie und auch schauen, wo da die Energie drin liegt und wie man damit arbeiten kann und mit welchen von ihnen man arbeiten kann. Der erste aus unserer Sicht, um hier rund um die digitale Schulentwicklung, Schulleitung bzw. die Angebote auch weiter stärken zu können, wäre einen Rahmen zu schaffen. Und zwar idealerweise einen bundesweiten Rahmen, träumen wir gleich vom ganz großen Wurf, der Kompetenzen definiert. Und natürlich würden da dann digitale Kompetenzen auch ganz explizit reinnehmen. Die digitalen Kompetenzen, also das, was Schulleitungen brauchen, um digitale Schulentwicklung auch betreiben zu können, das ist heutzutage oft ein bisschen unklar, wo die herkommen.
Frau Gehrig und ich haben da vor einigen Jahren auch mal in Norddeutschland eine Interviewstudie durchgeführt und haben da sehr häufig gehört, naja, das habe ich mir irgendwie beigebracht. Und das ist natürlich ein total lobenswertes Engagement. Eben, wir haben hier ganz viele hoch engagierte Schulleiterinnen und Schulleiter, die Autodidakten sind. Aber das ist natürlich etwas unbefriedigend, wenn wir doch eigentlich versuchen sollten, das systematisch und auch strukturiert solche Kompetenzen zu fördern. Also wenn wir hier etwas Länderübergreifendes hätten, wäre das aus unserer Sicht schon mal ein großer Schritt nach vorne. Und da könnte man auch gleich noch klären, das hatten wir auch schon ein, zwei Beiträgen hier, es geht ja nicht darum, dass die Schulleitung per se die Top-IT-Person der ganzen Schule wird. Aber sie muss halt in der Lage sein, genug dieser Zusammenhänge zu verstehen, einerseits für die Nutzung auf ihrer Ebene, aber andererseits auch um die Schule und die Vision rund um die Schule und die Entwicklung, um das entsprechend mitsteuern und voranbringen zu können. Der zweite Impuls, den wir dann hatten, betrifft die Angebote. Ich habe es erwähnt, es gibt teilweise sehr viele. Da ist es teilweise auch dann entsprechend schwer, sich eine Orientierung zu verschaffen. Und da kann auch wieder so ein bisschen ein Standard helfen, vielleicht an den man sich dann auch ranklingt, aber auch einfach eine niederschwellige Art, ich kann es schnell suchen, ich kann es leicht finden mit super Schlagwörtern und dann kann ich mich auch schnell irgendwo anmelden. Das ist nicht immer gegeben. Der dritte Impuls betrifft die angesprochene Vernetzung. Hier sehen wir halt noch großes Potenzial, auf dem aufzubauen, was uns viele Landesinstitute ohnehin berichtet haben, was sie gern machen wollen und auch zum Teil schon tun, nämlich sich weiter zu vernetzen. Und da ist, glaube ich, viel Bereitschaft da in vielen Fällen. Man müsste halt auch nochmal auf übergeordneter politischer Ebene auch nochmal schauen, ob das gelingen kann. Der vierte Impuls betrifft die Schulleitung selbst in ihrer individuellen Professionalisierung, denn die können da auch eine ganze Menge machen, wenn sie sich dann nur untereinander auch noch stärker vernetzen können. Das muss natürlich durch entsprechende Angebote gerahmt werden. Aber nicht nur die Schulleitungen können sich vernetzen, wie wir auch immer wieder festgestellt haben, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit. Es gibt auch ganz viel Wissen innerhalb der Schule bei Lehrkräften und das auch zu nutzen und auch irgendwie einzubauen, also durch selbstorganisierte Mikrofortbildung an der Schule, durch Dinge, die begleitet werden vielleicht und das abzuholen, das Wissen und es eben auch wertzuschätzen und vielleicht auch mit Ressourcen für solche Formate auszustatten. Da sehen wir auch noch viel Potenzial. Ich habe es vorhin erwähnt, digitale Schulentwicklung betrifft nicht nur den Unterricht. Das also im Blick zu behalten, ist ganz wichtig aus unserer Sicht, denn das wird Wirkung auf den Unterricht haben, das kann ich Ihnen versprechen. Die positive Grundhaltung hatten wir vorhin schon als Bedarf oder Herausforderung erwähnt. Das ist eben also auch unser entsprechender Impuls dafür. Das kann nicht klappen über einfach so sagen, hey, wir machen das jetzt als ein Seminar, da muss schon mehr drin sein. Und einer unserer Vorschläge ist so ein Angebot nach dem Motto, sehen heißt glauben. Also wirklich mal Best Practice oder Good Practice Schulen zu besuchen und das auch entsprechend zu rahmen, sodass sich Leute sagen können, hey, das probiere ich aus. Allgemein sehen wir auch noch Wert darin, dass Schulleitungen ein bisschen mehr Gestaltungskraft erhalten. Und man sollte auch noch berücksichtigen, dass so etwas eben nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig zugleich zu planen ist. Und auch jede Schule da sehr individuell unterwegs ist in Bezug auf ihren Reifegrad. Das heißt, man muss auch hier immer schauen, dass man Angebote hat, die all diese doch sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen gut bedienen können. Und zu guter Letzt aus unserer Sicht, aber vielleicht eben ja auch erst zum Anfang, die Vielfalt, die wir gesehen haben, ist grundsätzlich sehr ermutigend. Aber das kann man auch noch weiter ausbauen. Also sichergehen, dass es immer Möglichkeiten gibt der Erprobung und dass man das auch wieder zurückmelden kann, was man erprobt hat und dass man da begleitet wird. Das können auch dann Coaching- oder Mentoring-Formate sein.
eben, das gibt es hier und da schon, aber noch stärker wegzukommen von klassischen Angeboten. Die müssen ja nicht verschwinden, die Seminare, sondern dass es noch mehr drumherum gibt. Da sehen wir auch noch für die Angebote eine große Chance. Das ist jetzt natürlich eben nicht das Ende. Das ist aber hoffentlich der Anfang. Die große Frage ist eigentlich, was wir für eine zeitgemäße Bildung wollen und dann welche Kompetenzen es dazu braucht. Ich hoffe, ich konnte dazu ein paar Anregungen mitbringen. Lesen Sie gerne rein und wir freuen uns auf die Rückmeldung. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Herr Tulowitzki, für die Druckbetankung in der vergangenen halben Stunde. Ich hoffe, Sie bleiben noch einen kleinen Moment hier. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Sie haben uns ja jetzt einen Blick gegeben in die Fortbildungslandschaft für Lehrkräfte in Deutschland, aber sind uns aus der Schweiz zugeschaltet. Genau. Da würde ich natürlich doch gerne von Ihnen auch noch mal hören. Gibt es vielleicht in Ihrer unmittelbaren Umgebung, also in der Schweiz, Erkenntnisse, die für uns produktiv sind? Ich glaube, da kann man durchaus ein paar Anregungen mitnehmen. Übrigens auch Dänemark, ganz spannend. Also in der Schweiz haben sich beispielsweise die PICTS, heißen die hier, pädagogische ICT-Support-Personen durchgesetzt. Das sind Lehrkräfte, die in einem Weiterbildungsprogramm über circa ein Jahr hinweg besonders qualifiziert werden und dann rund um die digitale Transformation der Schule mitgestalten. Und das hat sich für viele Schulleitungen, die eben so die Grundkenntnisse haben, aber als eine ganz große Hilfe und auch als eine mitsteuernde Instanz erwiesen, wenn man eben da jemanden hat, der vom Fach ist. Die Personen werden allerdings auch zeitlich etwas entlastet aus ihrem Schulbetrieb. Da sind wir wieder bei der Ressourcenfrage, die ja auch angesprochen wurde. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen, nicht die Schulleitung muss alles können, sondern sie muss halt genug können. Und wen können wir noch drumherum qualifizieren oder wer kann noch Expertise mitbringen? Interessantes Modell, also so eine Art Digitalisierungslotse, der nicht per Gießkannenprinzip über alle Schulen geht. Auch Versuche in Deutschland, ja. Sondern der oder die gezielt an einer einzelnen Einrichtung aktiv wird. Ich habe noch eine Frage an Sie, bevor wir dann das Gehörte hier in größerer Runde diskutieren. In dem Vorwort des Papers heißt es, die veränderte Rolle der Schulleitung würde heute häufig mit Leadership überschrieben. Bezeichnet das wirklich was fundamental Neues oder ist das einfach nur Englisch und fancy für Leitung und Führung? Genau, ein weiteres cooles englisches Buzzword. Aus meiner Sicht bezeichnet das schon etwas Neues, wenn wir entsprechend in der Geschichte zurückgehen. Also die Schulleitung, wenn wir mal grob sagen, so bis 80er, 90er Jahre, das war viel Verwaltung und Administration. Also nicht nur in der Vorstellung, sondern auch wirklich in der Gesetzgebung. Und das hat sich aber doch sehr stark gewandelt hin dazu, dass Schulleitung eben auch Entwicklung in ganz viel verschiedener Hinsicht betreiben, anregen, anspornen soll. Und das finden wir eben auch. Und das kann man wiederum im Englischen mit dem Leadership ganz gut einfangen. Also vom Verwalten zum Gestalten war da auch noch so ein geflügeltes Wort im Deutschsprachigen, dass da also auch noch eine Verantwortungsübernahme eben auch für die Vision der Schule, wie sie als nächstes sein kann, mit reinkommt. Vielen, vielen Dank auch nochmal für das Beispiel aus der Schweiz und für das Aufbohren des Begriffes Leadership. Herzlichen Dank Ihnen. Wir möchten das jetzt hier in größerer Runde vertiefen. Für Sie, die Sie uns zuschauen und zuhören, nochmal der Hinweis. The floor is yours auch, nämlich im Chat. Also schreiben Sie gerne Ihre Erfahrungen, vielleicht auch Ihre Fragen und die richte ich dann an die Sachverständigen, die ich Ihnen jetzt hier vorstellen möchte.